Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 28, glaube ich, von Astronier. Ja, ich bin zum Wagen zurück, habe dann meinen Rucksack leer gemacht, habe dann aber auch schon die Straße darunter gebaut, sodass wir jetzt gleich direkt darunter fahren können und werden dann da unten noch ein paar Sachen sammeln. Ich habe hier unterwegs da schon Laterit ein bisschen aufgesammelt. Das war halt wegen der Schräge dann da mit drinne. Und ja, dann werden wir mal gleich gucken, wie es weitergeht, ne? Bis nach dem Intro. So, dann wollen wir mal fahren und gucken, dass wir da runterkommen. So ein bisschen habe ich ausgebaut, wie gesagt. Ist jetzt vielleicht nicht die ideale Straße geworden, aber ich habe gedacht, so kommt man da vielleicht runter. Schnell hier Strom machen. Bleibt mal da stehen, Auto. Macht er ja. Weil ich sehe gerade, ich habe den da umgefahren. Geht es weiter? Natürlich nicht. Okay, das heißt, der muss hier irgendwo ein bisschen weiter rüber. Oh, das ist wieder so ein ganz feines Ding. Gibt's doch gar nicht, oder? Ah, jetzt geht's. Gut, schnellstens wieder ins Auto. Ah, den wollte ich jetzt nicht dahin gesetzt haben. Ich wollte eigentlich nur ins Auto. Nein! Schade, weg ist er. Da ich ihn da unten noch sehe, bleibt der Wagen stehen. Sieht wohl so aus. Will ich den auch einpacken? Weil wer weiß, wann wir wieder brauchen, ne? So, hier weiter. Okay. Hier geht's lang. Jetzt haben wir den einen erwischt und dadurch ist die Pipeline kaputt. Shit. Ist da noch einer zwischen gewesen, den ich umgefahren habe? Eigentlich nicht, ne? Wieso schließen der jetzt nicht hier hinten an? So, da geht's. Da geht's auch noch. Da geht's auch noch. Da geht's nicht mehr. Gut. Dann müssen wir den Zapfen dann nochmal wegnehmen. Der geht da. Der geht jetzt auch da. Jetzt passt es wieder. Wenn ich jetzt, naja, komm, steig ein. Und jetzt fahren wir weiter. Hier ist wieder so eine schicke Schräge. Okay, das hat noch gerade so geklappt. Hier geht es jetzt rechts runter, ziemlich steil jetzt das Stück. Aber das ist halt so. Dieses Wurmloch oder was es auch immer ist. So, und jetzt sind wir hier unten bei dem Laterit. Da hatte ich schon was erwischt. Und hier müssen wir, aber wollte ich links abbiegen. Oder war das doch nicht hier? Kommen wir da wieder hoch? Ja. So, jetzt stehen wir hier erstmal. Und hier müssen wir dann mal weitermachen.
steigen wir mal aus und ich denke, wir werden jetzt hier mal gerade einen Wendeplatz noch bauen. Dass wir hier besser rumkommen. Und hier dann weiter gucken. Weil hier habe ich noch ein bisschen gemacht, aber nicht weiter geschaut. Weil hier ist Sabbat. Und da hinten geht es ja noch überall hin weiter. Und da ist zum Beispiel irgendwie was, was wir vielleicht aufheben können. Aber Schutt. Na, Schutt, aber hier das Teil funktioniert noch, die Energiezelle. Das ist Schutt. Aber da hinten ist noch was. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir da nicht reinfallen. Einmal hier. So ist besser. Gibt es hier noch was Heiles? Schutt, Schutt. Ah, da ist noch eine Energiezelle. Okay. Knapp daneben. Hier ist noch mehr in der Höhle. Okay. Das ist ja riesengroß, wa? Da geht's nicht weiter. Okay, der hat nicht mehr gesessen. Oh oh. Wenn der Generator da drauf heile ist, ist ja cool, ne? Ne, leider Schutt. Wieder nur eine Energiezelle, die können wir uns tot schmeißen gleich. Gehen wir weiter. Immer tiefer hier in diese Höhle. Wo kein Saft mehr ist. Okay, das passt noch. Aber hier ist Sabbat, oder? Nee, da ist auch noch was. Aber hier ist Schluss. Das bedeutet, den nehmen wir mit. Wollen wir dann hier weiter hingehen. Den nehmen wir mit. Okay, da geht es ein bisschen runter. Gerade einmal hier Etage hinbauen. Und hier sind noch Gerätschaften. Hier sind schon reichlich Gerätschaften. Und das ist ein mittelgroßer Generator, der auch noch funktioniert. Ja, der braucht Kohlenstoff. Kriegen wir denn hier jetzt Kohlenstoff her? Wahrscheinlich, ne? Ein bisschen hier Platz schaffen. Ist da auch noch ein Generator? Ne, der ist bestimmt kaputt, ne? Oder ja. Da ist auch nichts drauf. Ach, die Plattform ist heile. Die ist gesperrt. Jetzt haben wir sie entsperrt. Wie kriege ich die denn jetzt weg? Ist die eingebuddelt?
Jetzt ist er glaube ich los, ne? Ja. Stell ihn mal gerade hier hin. Stell den Generator da drauf, weil der ist noch heil. Warte, da ist noch ein Sauerstofffilter. Aber wir sind jetzt schon ordentlich am Arbeiten. Entschuldigung. Komme ich da hoch? Naja. Jetzt bin ich hochgekommen. Kann ich hier einen Tee machen? Ja. Da oben sitzt auch noch was. Hier sitzt auch noch was. Das ist ein ehemaliger, ne? Ein Platz ist noch frei, oder? Ne, ja, zwei sogar noch. Ein ehemaliger Ofen ist das hier. Ist nur Schrott da auch. Was ist da drüben noch heile dran? Das Laterit können wir mitnehmen. Das meiste ist Schutt. Das war auch Schrott, ne? Ja. Den schmeißen wir da hin. Zinkblende sitzt da noch drauf. Okay, dann war das jetzt nichts Besonderes. Zinkblende hatten wir jetzt auch. Gut, okay. Das bedeutet, wir sind jetzt hier in der Höhle gefangen sozusagen. Naja, gefangen jetzt nicht, aber hier ist jetzt nichts mehr, oder? Aber doch, da hinten ist auch schon wieder was zu sehen. Jetzt haben wir aber keine Pinne mehr. Okay, das heißt, hier müssen wir weiterschauen. Hier haben wir einen Generator. Ich kann jetzt keinen Kohlenstoff machen, denke ich mal. Kohlenstoff geht ja nur im Brennofen, den wir hier jetzt nicht haben. Aber da und da geht es noch weiter. Dahin habe ich auch schon wieder was blinken sehen, oder? Ah, da waren wir ja gerade. Ne, da. Was ist das hier für Material? Ah, das ist Gemisch, glaube ich, ne? Da gibt es auch Gemisch. Ist aber erstmal voll. So, gehen wir diesen kleinen Weg hier wieder zurück. Den werde ich dann auch wieder freibuddeln. Na, das ist auch fast kaum zu sehen gewesen hier, ne? Den werde ich dann freibuddeln. Dann werden wir schauen, dass wir mit dem Auto hier dann hinkommen und da weitersuchen. Hier hatten wir schon weggenommen, ne? Ja. Hier können wir noch Biomasse holen und dann Kohlenstoff kriegen, ne? Okay, aber wir müssen jetzt erstmal zum Auto zurück. Ich packe dann die Sachen auf und werde dann schauen, dass ich vielleicht noch Laterit hole oder sowas, was unterwegs ist, dass der Wagen voll ist, fahre hoch, entlade und dann werde ich in der nächsten Folge dann schauen, dass wir hier wieder unten sind. Ne? Dann wisst ihr Bescheid. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.